Hallöchen, hier ist immer noch Sturm im Wasserglas und ich bin der Mad Max und wir spielen Björn vom LSNPD. Andersrum natürlich. Aber was hier schon wieder los ist. So. Hier fliegen immer noch großartige Dinge durch die Gegend. Ich hoffe mal, dass sie mich hier drinnen nicht treffen können. Hört der auch irgendwann auf, der Sturm? Was hier auch an Blödsinn langfliegt. Das war ich nicht. So, werdet ihr vielleicht normal mehr eben, also richtig getroffen? Einer ist ja schon mal weg, ne? Die Bude ist auch nicht irgendwie sehr winddicht. So. Ich hätte aber gerne, dass jetzt irgendwie mal so ein bisschen ja, das ist das Problem. Der Wind hört nicht auf. Der Wind muss auch irgendwann mal aufhören. Au! Erstmal einen kleinen Schluck reinwerfen da. Das geht doch nicht. Chumbucket schreit da hinten, hat sich wahrscheinlich im Auto verkrochen. Aber wir kommen dann ja auch hier nicht weg. So, jetzt habe ich die wenigstens mal. Alter Spiel, jetzt übertreib mal nicht. So. Ja, jetzt kommen hier wenigstens kommt ein bisschen Action rein, weil mitten im Sturm möchte man sich eine handfeste Keilerei liefern. Na? Alles gut? Noch einer, der was will? Ah, es wird. Das Auto wird die ganze Zeit getroffen. Oh. Das lief ja wunderbar. Guck mal hier, das ist meins. Das ist auch meins. Und das ist auch meins. Wieso wird mir denn so warm? Na, einfach nur irgendwo hinstellen hat gereicht. Ach, guck mal, wir haben hier so Bonusschrott jetzt in der Gegend rumliegen. Guck mal, der eine ist doch gleich. Achso, den können wir hier gar nicht sehen. Der eine ist in der Nähe, in der Nähe. Da sind wir doch vorbeigefahren beinahe. Als wir Unterschlupf gesucht haben. Guck mal, da ist er nämlich. So. Oh, mach doch nicht das Licht an. Stay put. Certainly, yes. You know I would never leave her side. So mache ich auch immer Geräte auf, also Kartons und Kisten. Könnte ja nichts Schlimmes drin sein, was kaputt gehen könnte. So. Haben wir. Ach so, können wir ran zoomen. Das Ding wollte ich. 4 von 5 Totenköpfen. Ich vergebe 4 von 5 Totenköpfen
weil ich so emo bin. Kriegen wir das denn hin? Dass wir das Ding einfach mal so machen? Ach so, ist da noch was? Nee. Ich dachte, hier bei dem Ding wäre noch was gewesen, aber... Oder sieht das nur so aus? Komm, ich fahre da noch mal ganz kurz hin. Nicht, dass da noch irgendwas ist, was wir vergessen haben. Also erstmal können wir natürlich unser Wutausdruck verleihen, indem wir die Karosserie einmal gegen die Wand schieben. So, und, ach, jetzt muss... Max, mach doch mal das Licht aus. So dunkel ist es jetzt auch nicht. Ah, das schmeckt gut. Na, komm, hier noch ein bisschen näher ran. Da war er gerade im Auto. Er saß im brennenden Auto. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So. Das war nur ein Lackkratzer. Ist nicht so schlimm. Wir wechseln mal kurz die Plätze. Und dann schauen wir mal. Wow. Jetzt muss ich aber erstmal verschwinden. Weil wenn man sich den Magnum Opus so anguckt, dann... Ja, den wollen wir aber auch nicht über den Weg laufen. Ja, ja, aber das ist... Ja, das ist auch sehr schön, aber das bringt uns jetzt im Moment nichts. Weil wir brennen nämlich. Okay, ich hoffe mal, dass ich jetzt... Nein, ach Mist. Alter. So, Leute. Okay. Das war ja nicht ganz so nett, ne? Wow. Die haben mich richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Dafür holen wir uns jetzt dieses Lager. Oder Pilze, Pilz. Ja, Pilsener. So. Meine Güte. Das Gute ist, jetzt haben wir den Scharfschützen schon mal ausgeschaltet. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass gleich der nächste kommt. Aber so ein Frontalaufprall war nicht so optimal. Und es kommt natürlich wieder gleich die nächste Kolonne. Nein, wieso hat er nicht getroffen? Wieso kann ich nicht fahren?
Alter, ich habe jetzt im Moment gar keine Zeit dafür. Oh nein. So, Jungs. Da kommt der andere. Ah, Samann. Shit, schon wieder daneben. Das kann doch nicht angehen. Na komm schon. Na, bringt auch nichts mehr die ganze Zeit. Nein, oh Mist. Jetzt ist er endlich mal ausgestiegen. Alter Vater. Mann, 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 Mann. So, jetzt hole ich mir von da aus kann ich sie mir nicht holen. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Okay, von da aus offensichtlich auch nicht. Aber es gibt doch immer einen Geheimgang. Das kann doch nicht das einzige Lager sein, wo es keinen Geheimgang gibt. Irgendwo kommt man hier rein. Wieso kommt man denn... Hallo? Ah, hier kommt man nicht weiter? Ja, super. Open World. Am Arsch, wenn du da nicht hinkommst, ist das auch kein Open World Spiel mehr. So, das sieht aber aus, als könnte man hier vielleicht lang. Oder auch nicht. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Das ist zu steil. Das... Nein, jetzt... Huiuiuiui. Okay. Die machen hier Dauerfeuer. Dagegen kommt man natürlich nicht an. Das heißt, die werde ich einfach mal mit der Brachialgewalt ausschalten. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und wir sehen uns. Tschüss!